Wunderschönen guten Tag. Wir haben über Textverarbeitung gesprochen und jetzt wollen wir die Textverarbeitung anwenden. Und das wollen wir beim Schreiben der Laborberichte machen. Gell? Also das mit dem Laborbericht schreiben, das ist, ist schon eine aufwendige Sache. Gell? Und da, früher hat es da auch so Vorlagen gegeben, die hat man sich dann irgendwo im Sekretariat holen können, gell? Und das waren dann so etwas auf schwererem Papier, gell? Auch mit so Millimetereinheiten und so, gell? Also so ganz praktische Sachen, gell? Um die Laborberichte dann auch aus technischen Fächern dann schöner zu schreiben, gell? Das war natürlich für Hand, fürs händische Schreiben gedacht, gell? Aber lange ist die Zeit vorbei, gell? Und inzwischen, gell, sie haben die betroffenen Schüler dort alle so, sind ein bisschen grauer geworden, gell? Okay, auf jeden Fall, Laborberichte, gell, die werden heute auch elektronisch geschrieben. Und wenn wir jetzt da schaut gehen, gell, also da im, nicht bei uns in FB oder DP, gell, sondern im Systeme-Modul, gehen wir da mal hinunter, da gibt es so einen Abschnitt, ein bisschen Verschiedenes, gell, wo nicht Fisch und nicht Fleisch drinnen ist. Und dort, genau hier ist, hier gibt es die Tipps zum Erstellen eines Laborberichts. Gell? Und unser Laborbericht, der bezieht sich jetzt nicht mehr auf die naturwissenschaftlichen Fächer, weil aus dem Biennium oder so, sondern das bezieht sich jetzt auf Laborberichte aus unseren Informatikfächern. Gell? Und Laborberichte könnten auch allgemein für andere technische Fächer verwendet werden, gell? Aber da hängt es natürlich dann ab, gell? Also wenn ihr in Elektronik, Telekommunikation oder so einen Bericht schreiben müsst, gell, dann müsst ihr natürlich den Bericht so schreiben, wie man es sich dort wünscht, gell? Also vielleicht etwas anders als bei uns im Informatikbereich, gell? Mhm. Ja, wie schaut denn das aus, gell? Also, der Laborbericht, gell, der beginnt irgendwo mit einem Titelblatt, gell? Und das Titelblatt, gell, da sind verschiedene Sachen drauf, gell? Also ist mal ein Titel drauf, gell? Mhm. Ja, wenn man da, schauen wir mal, da haben wir ein, da haben wir ein Buch, gell? Also, und das Buch, gell, das beginnt dann auch, gell? Das beginnt mit einem Titelblatt, gell? Also das beginnt nicht mit dem Text auf der ersten Seite, gell? Es hat auch mal Bücher gegeben, gell? Die haben sofort mit dem Text begonnen, gell? Aber das sofort mit dem Text beginnen, das, ist ja nicht das Wahre, gell? Und so beginnen wir auch den Laborbericht nicht mit dem Text auf der ersten Seite, sondern mit einem Titelblatt, gell? Und ja, was kommt denn da jetzt hinauf? Gehen wir es mal ein bisschen größer machen. So. Also Titel, gell? Also der Titel hängt davon ab, was ist, gell? Also das kann die quadratische Gleichung heißen, gell? Gell? Oder das könnte auch heißen, gell? Also Nullstellensuche, gell? Nach dem Newton-Verfahren, gell? Oder der Drechsler, gell? Mhm, gell? Also was es eben ist, gell? Auf dem Buch steht ja auch nicht drauf, das ist ein Buch, gell? Also schreiben wir auch nicht, das ist ein Laborbericht, gell? Mhm. Okay, dann, wer hat's gemacht, gell? Ja, wer hat's gemacht, der Autor, gell? Oder die Autoren, wenn das eine Gruppenarbeit ist, gell, dann kommen alle drauf, gell? Mhm. Gell? Aber dann entscheiden natürlich wer, weil es entscheiden dann die Lehrer, die dann sagen, okay, das ist jetzt eine Einzelarbeit, gell, und meistens sind es Einzelarbeiten, gell, oder wenn es eine Arbeit ist, die in Gruppen gemacht wird, dann können auch mehr als einer dabei sein, gell. Mhm. Dann, wo sind wir, gell, in der Klasse, gell, und schreibt man hin, in welche Klasse, gell, welches Fach, gell, oder welche Schule, Schuljahr, Auftragsdatum, Abgabedatum, gell? Also Kennzahlen, gell, die besagen, was das dort ist, woher es kommt, wann es gemacht wurde, gell? Auftraggeber, gell? Dann, wenn es sich um zum Beispiel einen speziellen Bericht handelt oder um einen Teil, gell? Also wenn wir sagen, gell, heute erstellen wir die Analyse des Problems, gell? Dann kann das Pflichtenheft sein, gell?
Das, ja. Dann noch etwas Praktisches, und zwar die Angabe des Pfades und der Dateiname der Arbeit. Und zwar, wenn wir ein Dokument wiederfinden sollten, gell, dann ist oft praktisch, wenn es auf dem Dokument irgendwo steht, wo es ist. Gell. Und das ist etwas, da sollte nicht der Pfad von zu Hause drauf sein, sondern der Pfad irgendwo auf einem Server. Gell. Und ja, das macht man auch in einer betrieblichen Umgebung, gell, dass man einen Pfad irgendwo aufs Dokument schreibt, dann findet man es wieder. Gell. Also wenn man ein Formular sieht und unten steht, da der Server ist dort, ist vielleicht nicht schön. Aber finden tut man es leichter dann, gell, also das stimmt. Dann kommt ein Inhaltsverzeichnis, gell, und zwar ein automatisch erstelltes, gell. Also da gibt es auch Leute, die gehen ein Inhaltsverzeichnis schreiben, gell. Aber wir lieben es, Automatisierung zu machen. Und deshalb gehen wir das Inhaltsverzeichnis automatisch machen. Stell es euch mal vor, gell. Wir haben da ein großes Dokument, ein sehr großes Dokument, und das sehr große Dokument, das beinhaltet viele Seiten, hunderte von Seiten, gell? Und wenn man da das Inhaltsverzeichnis dann nicht automatisch erstellt, gell, sondern so händisch schreibt, gell, also stellt man immer dran, gell? Der schreibt uns das Inhaltsverzeichnis, gell? Gell? Also, ja. Stell mal einen Kleinen an, gell? Also eine Kinderarbeit darf man auch nicht machen, gell? Also ja, stell mal halt jemand an, der es macht, gell? Aber nachher rendern wir das Dokument, gell? In einem Jahr editieren wir das Dokument. Wie gesagt, Textverarbeitung erlaubt das Dokument, das Editieren der Dokumente, das Verändern. Dann verändert sich das Inhaltsverzeichnis. Da müssen wir wieder jemand anstellen, der es uns neu macht, gell? Ja, so kann man Arbeitsbeschaffung machen, gell? Auf jeden Fall. Inhaltsverzeichnis, gell, die müssen automatisch erstellt sein, gell, und wenn sie nicht automatisch erstellt sind, nicht gut, gell, also nicht schreiben, gell, sondern erstellen lassen von der Software. So, dann gehen wir hinein, einen Arbeitsauftrag, gell, also der Lehrer hat gesagt, dass wir jetzt eine Arbeit schreiben müssen, gell, die, ja, wer weiß, gell, also man schreibt auf, was der Arbeitsauftrag ist, gell. Der Arbeitsauftrag kommt vielleicht schriftlich, vielleicht wird er auch mündlich gegeben, gell, und so schreibt man hinein, was der Arbeitsauftrag ist. Der Arbeitsauftrag, der wird dann, ja, so wie das Lastenheft, Grundlage der Analyse, gell, also wenn ihr jetzt da eure Arbeit schreibt, gell, und die Analyse macht, kommt ein Pflichtenheft raus, gell. Der Arbeitsauftrag ist so wie das Lastenheft, gell? Das, was sich der Auftraggeber wünscht. Gell? Dann etwas, das ist jetzt etwas schulisches, theoretischer Hintergrund. Und zwar, wenn wir ja das mit dem Dragster gemacht haben, gell? Also das mit der Bewegungslehre, mit der dolben Beschleunigung, gell? So wumm, weg ist er, gell? Also das hat einen theoretischen Hintergrund und das ist der physikalische Hintergrund. Gell? Und ja, das wollen wir beim Laborbericht herausarbeiten, gell? Ja, mal schauen, gell? Ist das alles verstanden oder nicht und so, gell? Dann wollen wir weitergehen und zwar zur Analyse. Gell? Also wir gehen die Was-Fragen stellen, gell? Und ja, da kommt halt alles, was wir dann erstellen, gell? Kommt das Pflichtenheft, das wir schreiben, gell? Das Benutzerhandbuch, gell? Projektplan, gell? Und ja, kleinen Arbeiten vielleicht auch so, das Pflichtenheft allein oder so, gell? Dann kommt die Planung, gell, mit den ganzen Wie-Fragen und dann je nachdem, was es dann ist, gell, kann man da so Abläufe beschreiben, Daten beschreiben, gell, und da kann man verschiedene Mittel benutzen, gell, also ihr benutzt im Moment Struktogramme, habe ich gehört, gell, und Struktogramme sind sicherlich ein probates Mittel, um ja, bestimmte Abläufe darzustellen, gell. Das ist eine feine Sache, gell? Aber es gibt eben auch zum Beispiel, ja, wenn wir dann Assembler machen mit dem Z80, gell? Dann könnte man da auch ein Flussdiagramm verwenden. Gell? Oder ihr geht ja objektorientiert arbeiten, gell? Dann macht es vielleicht ein UML-Diagramm. Gell? Gell? Oder es gibt sehr beliebt, gell, zur Darstellung der Module, gell? Und der
der Schnittstellen dazwischen, gell, diese SADT-Diagramme, gell, oder bei den Datenbanken, gell, Entity-Relationship-Diagramme. Das sind alles dann Mittel, um die Software und die Lösung der Software darzustellen, gell? Und man hat noch keinen Code, gell? Und das ist ein wichtiger Teil des Laborberichts, gell? Okay. Ja, dann kommt die Lösung. Die Lösung, das sind die Module, gell? Das ist die Implementierung. Und das gehen wir einfach in den Laborbericht hinein kopieren. Gell? Also der Laborbericht beinhaltet unseren Code, und zwar Datei für Datei. Gell? Also nicht zusammen kopieren, dass alles wie eine Wurstel ausschaut, sondern das ist dann das Modul Seppele, gell? Also das Modul Meudele. Gell? Und da schreiben wir also das Modul vom Seppele und Modul Meudele und mit dem, was es halt, wie die Dateiname ist und was das ist und so weiter, immer dort hin. Gell? Und das ist dann die Implementierung, und die geben wir mit in den Bericht. Gell? Also manche geben es nicht in den Bericht, sondern zum Bericht. Gell? Dann hat man halt mehrere Dateien. Eins ist der Bericht und das andere ist der Code, alles zusammen dann. Gell? Das wäre auch eine Möglichkeit. Gell? Also hängt von ab, wer es von euch verlangt und was er sich dabei wünscht. Gell? So, dann wollen wir einen Testbericht. Gell? Und zwar der Testbericht soll zeigen, dass unsere Lösung funktioniert. Gell? Ja, zum Beispiel beim Dragster, ich kann auch sagen, gell, jetzt gehen wir das Programm testen. Gell? Ja, schauen wir mal. Und ja, dann geht man Testfälle suchen. Was sind denn Testfälle? Gell? Also Testfälle dann zum Beispiel für verschiedene Beschleunigungen. Gell? Also für eine Beschleunigung. Schauen wir mal, wenn Beschleunigung 0 ist, funktioniert unser Programm dann. Gell? Dann bleibt der Dragster stehen, hoffentlich. Gell? Oder wenn die Beschleunigung klein ist, oder wenn die Beschleunigung groß ist, gell? Also, ja, also wenn die Beschleunigung zu groß ist, nicht, dass uns das passiert, was bei der Ariane 5 passiert ist, die hat zu viel Beschleunigung gehabt, gell? Gell? Okay, also der Bericht hat das Ziel, Testfälle für verschiedene Klassen von Aufgaben danach herauszuholen, gell? Stellt sich auch mal vor, wir lösen das Problem der quadratischen Gleichung. Gell? Und dort müsste man eigentlich die drei Fälle heraussuchen, die man unbedingt testen müsste. Gell? Diskriminante größer 0, Diskriminante gleich 0, Diskriminante kleiner 0. Das sind drei natürliche Testfälle dieses Problems. Gell? Und das muss man unbedingt dann eben machen. Und die Testfälle, die fallen einem nicht nach dem Programmieren ein. Die Testfälle, die fallen einem vorher ein, gell? Spätestens in der Planung. Wenn man ein Problem und ihre Lösung plant, dann fällt einem ein, gell? Wenn man die Diskriminante entwirft, wenn man da ein Struktogramm dazu zeichnet, gell? Dann fällt einem ein, oh, pass auf, größer 0, kleiner 0, gleich 0, gell? Also das sind die Testfälle, gell? Und dann die Testfälle, an die muss man sofort denken, gell? Weil wenn man nicht auf sofort dran denkt, dann vergisst man es, gell? Und dann, ja, dann ist das Testen sowieso dann zum, ja, gell? Denkt ans V-Modell, gell? Gell? Also immer der entsprechende Test, gell? So, dann etwas Persönliches, gell? Jemand sagt auch, wir meditieren über unsere Arbeit, gell? Also deshalb haben wir in der Schule auch einen Meditationsraum, gell? Also wenn wir meditieren über das, was wir getan haben, wollen wir danach schauen, ja, was haben wir denn überhaupt getan, gell? Was haben wir da erkannt, was haben wir beobachtet, was hat einen Sinn gemacht, gell? Und ja, das wollen wir unbedingt dann auch machen, gell? Und zwar einfach dann hinschreiben, gell? Habe ich was gelernt, nichts gelernt, gell? Was war interessant, gell? Einfach mal über das nachdenken, was wir gemacht haben. So, dann etwas. Und zwar geht es jetzt in eine Richtung, die für euch wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel dann mal ein Projekt macht mit einem Firma, mit einem Betrieb, gell? Oder mit oder für die Abschlussprüfung. Wer weiß, wie die Abschlussprüfung in 3 Jahren ausschaut, gell? Also haben sie jetzt jedes Jahr ein bisschen was herum verändert, gell? Ja, wenn wir das haben, gell? Also wenn wir dort so eine Arbeit machen, dann müssen wir angeben, welche Quellen wir verwendet haben, gell? Also müssen wir das zitieren, gell?
Und ja, das da, das kommt dann ins Quellenverzeichnis, gell? Woher kommen auch die Bilder, woher kommen Tabellen, gell? Also welche Texte habe ich von woher verwendet, gell? Und ja, das ist dann eben eine interessante Sache, gell? So, eventuell ein Index, wenn es um große Sachen geht, gell? Ja, und da sind dann noch so ein paar Sachen beschrieben, gell? Also ja, Sprache, Hilfsmittel und, gell? Also das, ja, da haben wir eben einiges zusammengetragen, gell? Und das wollen wir dann auch ausprobieren, gell? Und ja, und wollen da eine Vorlage dann mal machen, gell? Okay.